Willkommen, liebe Freunde von Modellpilot.eu. Hier sind wir am Stand von Graupner. Neben mir steht Herr Runknagel. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ja, und auch ein nettes Hallo von mir in die Runde. Schön. Herr Runknagel ist aus Amerika gekommen und hat in den USA für Graupner gearbeitet. Richtig, ja. Also ich habe vor 2,5 Jahren Graupner USA für uns aufgebaut. Ich bin jetzt seit 10 Jahren bei Graupner tätig. Graupner USA läuft sehr stabil. Graupner Produkte sind auch in den USA nun sehr beliebt, speziell im Bereich der Hot Center, im Bereich unserer Kernprodukte der Elektronik. Mitte 2015 bin ich dann zurückgekommen nach Deutschland, um die Geschäftsführung der Graupner SJ GmbH hier zu übernehmen. Herr Helbing, das Ziel war, Herr Helbing auch zurückzubringen in die Technik. Das heißt, wir wollen bestechen durch immer mehr, immer schneller entwickelte Produkte. Und da ist Herr Helbing die perfekte Person dazu, um eben unsere kompletten Ingenieure anzuleiten. Ich habe einiges mitgebracht an Wissen aus USA über die Bereiche der Multicopter, über die Bereiche der Race-Ligen, also dieses GF oder diese Race-Bereiche, die es gibt für die Copter. Und ja, das ist sehr gut, wir können das hier gut umsetzen und ich denke, wir haben einiges Spannendes auf dieser Messe zu bieten und auch einiges Spannendes 2016 allen anzubieten. Ja, interessant, danke schön für die Einführung. Herr Runknagel, im Hintergrund sehen wir die Racecopter, da habt ihr jetzt auch eine eigene Liga. Wie funktioniert das? Genau, ganz neu, seit 2 Tagen gibt es das GFPV Race, G natürlich für Graupner. Es geht darum, der Szene der Racecopter eine Liga zu bieten, in der man sich messen kann. Angelehnt an die komplette deutsche Racecopter-Szene. Das heißt, wir wollen da nichts Eigenes erfinden. Wir arbeiten sehr intensiv zusammen mit allen, mit der ganzen Szene, mit den Leuten von Bexbach, die ja wirklich da bekannt sind und die sich sehr gut auskennen. Und angelehnt an dieses Reglement haben wir die Liga ins Leben gerufen. Jeder Verein, jeder Händler, eigentlich auch einfach Zusammenschlüsse von Freunden, die gerne zusammen fliegen, können sich bei uns melden und können sich für so ein Rennen bewerben. Ihr alle bekommt dann Equipment dazu kostenlos von uns zur Verfügung gestellt, angefangen von Gates, von Beach Flags, von einem Reglement, von einem Vorschlag zur Streckenführung, von Hütchen, die man eben immer am Boden auslegt, um dem Kurs folgen zu können. Also alles wird von uns zur Verfügung gestellt und das Einzige, was ihr zur Verfügung braucht, ist die Manpower. Ja, das ist eine ganz tolle Sache. Etwas noch zur Elektronik. Jetzt ist ja die Elektronik ja auch weitergewachsen jetzt von der Hot-Serie. Da gibt es ja auch was ganz Spezielles, Neues jetzt im Bereich der Copter. Richtig, natürlich. Graupner mit dem Hot-System, ein Alleinstellungsmerkmal ist unser Empfänger, Flight Controller, Telemetrie, System, Kombination nenne ich es mal. Also ein langes Wort, ganz einfach. Ich zeige es mal hier. Eine kleine schwarze Box, die eben den Flight Controller beinhaltet, die einen Empfänger beinhaltet und ein Telemetriesystem beinhaltet. Alles in der Größe zu einem tollen Preis von 99 Euro. Das ist natürlich, eine tolle Sache. Ja. Und Dual Receiver. Genau. Ja. Also Probleme in der Reichweite, von der sprechen wir gar nicht. Da gibt es keine Probleme. Was ich Ihnen auch noch zeigen kann in dem Bereich, das ist ein absolut das neueste Produkt in dem Bereich. Es ist das gleiche, auch eine Kombination von Telemetrie, eine Kombination von Flight Control und Empfänger. Natürlich alles basierend auf dem Hot-System, das heißt, Sie programmieren, Sie ändern die ganzen Setups direkt mit dem Sender. Hier ein Empfänger für alle Copter am Markt. Das ist ja unglaublich. Im Bereich der Race- oder 3D-Copter. Ja, man hat ja kaum Platz da drin und die Reichweiten sind ja auch in dem Bereich, wo man ja fliegt. Und dann reicht sowas Kleines ja unbedingt aus. Wichtig. Und natürlich deutsches Engineering, das heißt, wir programmieren das alles in-house. Wir haben hohe Ansprüche an die Qualität, an die Usability. Es ist einfach sehr einfach zu verwenden und zu verwenden in allen anderen Frames genauso. Die Qualität der Flight Control, der Flugstabilisierung ist einfach wahnsinnig hoch. Was gibt es denn Neues im Bereich des Fernsteuerungssektors? Des Fernsteuerungssektors gibt es hauptsächlich Empfängerprodukte. Das heißt, wir haben die beiden Empfänger, die ich Ihnen gerade gezeigt habe.
aber auch noch Updates für bestehende Produkte. Das heißt, wir haben für den bestehenden 6-Kanal Gyro-Empfänger, also mit der Kreisel, haben wir ein Update jetzt zur Verfügung, natürlich kostenlos, wie immer. Die Updates von Graupner oder vom Hot-System ist kostenlos, bringt neue Funktionalität in bestehende Produkte. Hier jetzt den E-Mischer, der es Ihnen erlaubt, auch einen Messerflug kreiselunterstützt fliegen zu können. Im Laufe des Jahres wird es noch einige neue Sender geben oder Updates in Sendern. Da möchte ich aber noch nicht mehr dazu verraten. Aber danke schön erstmal für den Einblick, den in naher Zukunft dann kommen wird, lieber Herr Rundknabel. Und dann wünsche ich Ihnen viel Erfolg nach wie vor. Vielen Dank. Vielen Dank. Und zum Schluss heißt es, bei Modellfliegen ist Spitze. Sollen wir es mal gemeinsam machen? Machen wir. Okay. Modellfliegen ist Spitze. Spitze. Ja, das war ja sehr gut. Dankeschön. Perfekt. Gerne, ja.